Es geht weiter mit Let's Play Mega Man Star Force Dragon. Und ja, Mr. Shaver wurde in eine Zwickmühle gedrängt. Das hat der FMEaner Libra ausgenutzt und hat ihn somit auch kontrolliert und verwandelt. Wir müssen ihn jetzt aufhalten, bevor er noch unsere Schüler, unsere Mitkameraden noch völlig mit Lernen zerstört. Doch der Wahnsinnige stellt sich uns wieder in den Weg. Das ist der Typ von neulich. Wir haben schon mit Libra genug zu tun. Und jetzt kommt er auch noch. Hey, was willst du, Penner? Arbeitest du für Libra? Diesmal entkommst du nicht. Da kommt er näher. Bereit machen, Gio. Gio? Ich kann nicht gewinnen. Letztes Mal habe ich verloren, deswegen. Sei nicht dumm, Kleiner. Aber was ist mit deinen Freunden? Ich bin kein Held. Ich habe Angst davor, dass man mir wehtut. Bist du fertig? Okay, er kommt wieder näher. Es passiert dasselbe wie damals. Ah! Nimm das, du Spast! Ah! Ganz schlecht. Quitsch. Es tut so weh. Nicht, dass es dir dasselbe passiert. Viel mehr halte ich nicht aus. Ich werde ohnmächtig. Und landen wir wieder am Anfang. Wo bin ich? Ach so, der Typ hat mich hier hingeschickt. Was? Hey, so weit weg bist du nicht. Soll das so leer sein? Gio. Ah, den kennen wir doch. Nach dem ganzen Weg hierhin gibst du auf? Schatten? Das ist einer von neulich. So schwach bist du nicht. Dessen bin ich sicher. Du redest wieder von meiner Kraft. Aber was kann ich denn schon ausrichten? Willst du hier schon aufgeben? Naja, er hat uns ja die Star Force gegeben. Und zwar seine. Aktiviert er die oder was geschieht jetzt? Kannst du sie nicht hören? Die Stimmen, die dich rufen. Stimmen? Hilfe, Hilfe! Hä? Hilfe! Hilfe! Hilf uns, Mega Man! Luna? Aufhören! Bring mich nicht mehr in Gefahr! So stark bin ich nicht! Ich bin kein Held! Ach nein, bitte nicht, jetzt werde ich pessimistisch! Nur ein ganz normaler Schüler! Also, das Kind glaubt an dich. Es wird bis zum bitteren Ende an dich glauben. Ich frage dich noch einmal. Gio, willst du hier aufgeben? Ich will beschützen. Das Mädchen glaubt an mich. Ich muss sie beschützen. Endlich. Endlich kommen dir diese Worte über die Lippen. Wenn ihr für jemanden kämpft, der euch wichtig ist, wachst ihr über euch hinaus. Das zeichnet die Menschen aus. Für jemanden kämpfen? Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Macht der Sterne, die Star Force, steht dir jetzt zur Verfügung. Nice! Und er geht um den hinein und verdaut's. Mein Körper. Und haben wir jetzt eine Chance? What the fuck is happening? Woher kommt diese Kraft? Ich werde sie beschützen. Aufgepasst. Impossible. Warum spricht denn eigentlich mal Deutsch und mal Englisch? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Wie episch. Jetzt macht doch endlich das Layout mal Sinn. Boah. Das ist die Star Force. Damit kann ich ihn schlagen. Interessant. Dieses Mal verliere ich nicht.
Und der Kampf geht doch schon direkt los. Nochmal gegen Gemma. Bevor du die Star Force im Kampf nutzt, erkläre ich dir was. Bis du transformierst, kannst du mehr Karten auswählen. Okay. Karten müssen nicht aus derselben Spalte kommen, aber aus derselben Reihe. Und dein geladener Angriff ist ein breiten Angriff, der Blätter in drei Spalten in Form eines Speers regnen lässt. Der Angriff nennt sich Holzschuss. Als letzteres gibt es noch den Star Force Urknall, oder auch SFU genannt. Star Force Urknall? Ein mächtiger Angriff, der die Macht meines Satelliten nutzt. Um den SFU einzusetzen, musst du erst einen Konter ausführen. Aus der daraus resultierenden Bonuskarte wird der SFU-Kampfkarte, wird eine SFU-Kampfkarte, solange du in einer Star Force Form bleibst. Du musst nur den A-Knopf drücken und der SFU prasselt auf deine Gegner. Cool. Und der SFU hat unbändige Macht, die du nutzen solltest, aber nur, wenn es möglich ist. Nutzt du ihn klug, ist er eine große Hilfe. Merke dir, was ich gesagt habe. Konzentriere dich auf den Gegner vor dir. Verstanden. Los geht's. Das ist jetzt mal mega nice, ne? Ja, ich will ihn jetzt auch nicht ganz so schnell erledigen. Ich werde mal die Karte jetzt da ausrüsten. Aber ich will es dann nochmal, ja, wie gesagt, wir versuchen den ein bisschen zu kontern. Und wir haben jetzt halt diesen Angriff. Ich lade mal kurz auf. So, genau, jetzt haben wir diesen Angriff. Nicht schlecht, ne? Ja, mach ich mal so. Und jetzt können wir auch endlich Schaden machen. Okay, dann ist das eigentlich ziemlich geil mit der Blase. Aber will ich jetzt nicht unbedingt... Ich glaube, das mache ich aber wieder raus, weil... Oh, der macht ziemlich großen Schaden, merke ich gerade. Oh, nice, geblockt. Komm, geh schnell. Mann. Dass du nach hinten gehen sollen. Und man merkt schon, man ist auch ein bisschen OP, ne? Aber ich find's geil. Aber komm, ich will jetzt einmal kontern. Schade. Komm. Obwohl, damit kann man gut kontern. Mit dem Schwert ja sowieso. Schade. Konter, please. Na gut, das zeige ich euch jetzt ein andern Mal. Boah, aber ist schon nice, ne? Nö! Das wirst du mir bösen! Der Wahnsinnige ist down. Aber er ist wieder, ja, er ist entkommen. Die Star Force. Welch Kraft. Damit besiegen wir jeden. Ja. Und das verdanke ich auch dir. Auch ihr. Danke, Luna. Du hast mich stärker gemacht. Jetzt bin ich dran. Ich werde dich beschützen. Verlass dich drauf. Boah, und früher am Anfang hat er den doch voll gehasst. Okay, und nun in den Studio. Star Force Grammatik FTW. Diese Stimme. Oh, die hat uns gehört. Mega Man? Und eine Nachricht. Ich werde tatsächlich jetzt nur so ein Tutorial sein. Das ist es auch. Das werde ich jetzt nicht vorlesen, weil das haben wir ja gerade erklärt bekommen. Ich habe zwar ein bisschen wenig KP, aber wird schon. Wir kriegen ja auch einfach mal diese Heilungen, wenn wir ja einen Kampf mal gut schaffen. Und ich habe auch noch Energie und Heilungs-Items. Da dürfte das kein Problem sein. Aber wir sind jetzt wieder in einer normalen Form. Das hat auch einen guten Grund, weil wir konnten es nicht immer sofort verwandeln. Und ich kann da nicht fliehen. Warum? Ja, komm dann auch nicht, ich mal kurz. Ja, Mann, das wird noch mühselig. Aber wir können die Kanone sehr leicht killen. Aber ich mach's mal so. So. Ja, schön. Ja, toll, jetzt habe ich zwar einen Gegner gekontert, aber nicht in der Dragon-Form. Und, okay, hier ging's weiter. Genau, und hier konnten wir erstmal gar nicht rein, aber jetzt kommen wir hier hin und... Ich glaube, das soll ein Labyrinth sein, oder?
Haben wir schon mal die Welle? Den Computerraum meine ich. Plasma Gun 2. Ah, cool. Das werde ich, glaube ich, reinmachen. Gatling 2. Auch hier nochmal richtig geile Ausrüstung. Ich bin gut hier hingekommen. Aber die Straßen sind leider so kompliziert. Wie komme ich wieder zurück? Ach, was mache ich denn jetzt? Oh, man sich verirrt. Oh, ich wollte gar nicht direkt rein. Oh, doch, hier haben wir schon wieder verstärkte Gegner. Och, Mann, und das war ja klar. Heide ihn nicht! Und schnell weg da, würde ich mal sagen. Mach kein Mist. Ruhig, weil jetzt geht's wieder. Jetzt kann ich auf einmal wieder treffen. Es ist so, vielleicht dürfen die auch. Obwohl nicht. Doch, ich habe ja. Die haben ja noch volle KP gehabt. Der eine zumindest. Echt komisch gemacht. Ach nee, scheiße, das trifft er da gar nicht. Ups. Ich hasse ja allgemein alle möglichen Arten von Gegnern, die sich immer kurz so verstecken können. Komm hier hoch. Du Spast! Mann! Das war so unnötig. Ah. Oh, ich will eine Heilung hier nach. So. Bitte eine Heilung. Bitte. Spast. Okay, da sind wir zwar schon. Obwohl, da ist eigentlich mehr nicht. Wir können jetzt eigentlich rein. Dann mache ich das so: dann nehme ich jetzt eine Energie. Eine kleine. Die halt 50, aber hatte ich ja genug von. Ja. Komm, damit sollten wir hinkommen. Denke ich mal. Und kommt jetzt rein da. Ja, gucken wir mal, wie uns hier unsere neue Fähigkeit weiterhelfen kann. Das sieht mal ziemlich geil aus, wie das hier alles aus Büchern und Linealen besteht und so. Mr. Shaper ist irgendwo da hinten. Zeit, die Bücher aufzuschlagen. Echt geil, wie das voller Wörterbücher ist. Und Taschenrechnern. Echt geil. Oh, was? 1 plus 1 plus 5. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. 6 plus 1, 7. Alter, ist das Gegenteil von gut, schlecht. Ja, das finde ich echt geil, die Idee. Das muss ich echt sagen. Richtig nice. Gut gemacht, Kleiner. Das passt jetzt auch perfekt zum Thema, ne? Das ist ja mal richtig geil. Das macht auch Spaß. Irgendwie. Ja, das macht tatsächlich Spaß. Stirb! Ich wollte schon gerade den wieder als Spaß beleidigen, aber er wurde ja noch getroffen. Und auch der Hintergrund ist auch richtig nice mit diesen ganzen Matheformeln und so. Richtig cool. Ich selbst bin ja einer der wenigen, ich glaube, viele werden jetzt zwar einen Einspruch dagegen machen, aber ich bin ja einer der wenigen, die ohne Scheiß die Mathe als eines der Lieblingsfächer empfinden. Ich weiß nicht, ich mag das Fach einfach. Ich habe auch eigentlich ziemlich einen Skill darin und wie konnte er gerade den Angriff abblocken? Oh, nice, gekontert. Also hört man ja echt selten, eigentlich fürchten ja viele Mathe und hassen das Fach, aber ich mag das Fach einfach. Also ich hab wirklich Spaß, also ich bin auch mal neugierig, wie man das und das da ausrechnet. Und auch überhaupt so wieder die Formel benutzt, wofür man das anwenden kann und so. Finde ich wirklich interessant. Ihr könnt ja selbst ja auch gerne sagen, wie ihr zur Mathe steht. Wahrscheinlich nicht so wie ich, aber interessant, aber wär interessant, das zu hören halt. Oh, weg mit dir. Also Hard-Note ist schon ziemlich praktisch auf jeden Fall. Ich hätte die Karte auch gerne so gehabt, aber habe ich ja leider nicht bekommen. Tschüss. Habe ich da gerade japanische Zeichen auch noch gesehen bei den ganzen Hintergründen da? Auf jeden Fall, hier haben wir Hitzeball 2. Genau, das meine ich. Jetzt können wir uns nämlich verwandeln. Genau, man muss nur das einmal einsetzen, dann verwandelt man sich. Oh, ups. Ja, komm, Kenzer Bubble.
Schade, ich kann die Gegner nicht wirklich gut kontern. Und, oh cool, das ist ja, stimmt, das ist ja Schwäche Wasser. Aber ich werde es auf jeden Fall bei nächster Gelegenheit mal zeigen. Weil dieser Konter-Move, dieser SFU hieß das, glaube ich, ne? SFU, der ist schon mega geil. Der sieht richtig geil aus. Und in Leo hat man natürlich dann so eine, verwandelt man sich dann natürlich in so eine Art, wie beschreibe ich das, so eine Art Tiger-Form eben, und bei Pegasus in so eine Art Pegasus, dann hat man so ein bisschen Ähnlichkeit auch mit Zygos Wingfit, wie ich finde. Ist auch ganz cool eigentlich. Aber Dragon piecht auch doch immer noch am ansprechendsten. Und hier kommen jetzt wieder Mathe Formel 10 minus 3 ist 7. Was ist mal verdammt? Abendessen! 7 plus 7, 14. Hallo. 5. Aber das ist schon geil. Also die Idee ist einfach nur mega episch. Gut gemacht, Kleiner. Und hier noch irgendwas Geiles zu finden. Langsam wird das auch hier ein bisschen verzwickter, wie ich finde, oder? Obwohl, nee, von hier kamen wir her. Ups. Die Musik ist auch ziemlich cool. Ja, verwandeln wir uns nochmal. Warum jetzt wirklich einmal zumindest den Konter zeigen? Obwohl, natürlich wäre es immer noch am epischsten, wenn ich das mit dem Bosskampf dann zeigen würde. Schade, ich hätte ihn jetzt auskontern können, aber jetzt, aber jetzt war ich zu schlecht dafür. So. Doppelt löschen. Achso, das trifft auch noch alle drumrum, okay. Oh, nice. Genau das brauchte ich jetzt auch. Deswegen kann man sich diese Energien auch sehr oft sparen eigentlich. Und, ja, wieder. Oh, wie ist das alles vom Typ Feuer? Ja komm, ich mach die jetzt einfach so ganz normal fertig. Vielleicht schaffe ich es ja wirklich mal einen zu kontern irgendwann. Obwohl doch, ich sehe schon, wer den kontern kann. Aber wie gesagt, ich mache es dann lieber doch erst, wenn es sich auch anbietet. Ich mache lieber einen One-Hit. Und weg ist er. Ich habe ja auch die Karte von dem ja, aber die war ja nicht so gut. Deswegen habe ich die jetzt ja wieder rausgenommen. Ups. Und ziemlich viele Gegner. Aber wie gesagt, ich kann ja auch, soweit ich weiß, nicht fliehen, weil das hier wieder ein neueres Gebiet ist eben. Und das ist natürlich wieder doof. Dann mache ich mal so. Obwohl, jetzt kann ich beide treffen. Und nein, ja, jetzt habe ich es mal geschafft zu kontern, aber... Ja, nochmal geschafft, aber jetzt bringt es auch nichts mehr. Aber trotzdem alle in einer Runde gekillt. Das sind ja sogar Chemie-Vergleichungen. Ja, ne... Ach, was laber ich da? Reaktionsformeln und sowas. Von Chemie. Boah, 1600 Sandys, das ist nice. Ziemlich peinlich, dass ich die ganzen Chemiebegriffe nicht weiß, wobei ich im LK bin. Scheiße. Ach, da kriegen wir Schaden, okay. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. Ja, sie erholen sich aber langsam auch wieder die Fragen. Aber trotzdem sind noch viele neue dabei. Das freut mich. Aber ich feiere das echt ab. Gut gemacht, Kleiner. Ich glaube, jetzt haben wir auch alles. Ja, doch, jetzt haben wir... Hey, ist ja gar nichts. Ach nee, da ist ja noch ein Weg. Hier waren wir schon? Ach doch, da sind wir ja gar nicht entlang gegangen. Ach. Wo ich es halt hier alle auf einmal treffen, ne? Wenn er nicht wegrennen würde. Aber es geht auch so. Ja doch, das war tatsächlich die Reaktionsformel, wie H2O entsteht. Cool. Aber ist da nicht noch ein anderer Weg? Hier zum Beispiel. Achso, hier ist aber auch noch eine Geheimwelle. Mit 1100 Sennies. Wie nice ist das denn? Oh cool, ein verbesserter Schild auch noch. Oh, jetzt kann ich auch alle One-Hitten, wenn ich Bock drauf habe. Nice! Jetzt will ich aber einen Rang S sehen dafür. Cool.
Moment, da war noch ein Taschenrechner. Ach ne, da, das wäre jetzt ja wieder im Kreis gelaufen. Dann habe ich irgendeinen übersehen. War ich hier unten? Also da war, glaube ich, eine Geheimwelle nur. Obwohl, was heißt nur? Jetzt habe ich da irgend so einen von diesen Lerndingern übersehen, weil man hat ja oben diese Barriere gesehen und die geht höchstwahrscheinlich erst weg, wenn man dann... Wenn man alle Computer zerstört hat, alle Lerngeneratoren da. Tschüss. Grrr. Nice, und nochmal Kids Habubble. Und das hätte ich jetzt nur nochmal in der Dragonform schaffen müssen. Also bei dem muss ich mir merken, den kann man ziemlich leicht kontern, weil der muss nur da sein Gesicht zeigen und dann sofort angreifen. Weil der zeigt nämlich so ganz kurz sein Gesicht, bevor der angreift, und da hat man dann ja Zeit dafür. So, und so, und so, und so. Nice. Aber die Gegner lassen wirklich ein bisschen nach, ne? Also so mit unseren Karten und so sind wir langsam schon zu stark fast. Aber ne, hier ist ja auch nicht, hier war nur der erste Teil. Echt komisch. Ich glaube, ich beende jetzt auch mal langsam den Part. Ich gehe nochmal kurz zu der Barriere hin. Vielleicht muss ich die auch nur einfach ansprechen oder so. Das ist jetzt ja total unnötig, was ich jetzt hier noch mache. Ach so. Schwäche Feuer hat der auch? Ich dachte, der hätte Schwäche Wasser gehabt. Komisch. Naja, wende ich mal so hin. Ja. Ja. Feig dich doch mal etwas näher. Und nicht immer nur kurz vorm Angriff, du Feigling. Obwohl dann eine sehr epische Karte abliefert. So, aber das kann ich natürlich auch abblocken. Und ja, mit 1 KP. Ist das zu fassen? Ey, du bist so ein Assi. Die fressen auch so viel Zeit. Das ist so gemein. Du hast... Ach so, ach, ich muss das nur wegmachen. Ach so. Na gut, dann würde ich sagen, dann beende ich den Part. Im nächsten Part gucken wir uns dann also den Rest hier an. Und ich denke, dann werden wir uns dann auch endlich dann Libra gegenüberstellen. Und hoffentlich kann ich auch noch endlich mal den Konterangriff von dem Star Force, der Star Force Form zeigen. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Und dann sage ich mal, bis dann.